Willkommen beim chinesischen Horoskop. Am 16. Februar 2018 feierten wir das chinesische Neujahr und das Jahr des Erdhundes. Es endet am 4. Februar 2019. Am 8.3.2018 hatte ich euch die Jahreszahlen mitgeteilt, worin ihr euer Geburtsjahr finden könnt, damit ihr wisst, welches Tierkreiszeichen ihr seid. Und wie angekündigt, starten wir ab jetzt mit den Prognosen des chinesischen Horoskopes. Heute gebe ich euch die Prognose für die Ratte. Die Ratte nimmt die erste Stelle im chinesischen Tierkreiszeichen ein. Sie ist einfallsreich, vielseitig und geistesgegenwärtig. Durch ihre scharfe Beobachtungsgabe kann sie die Vorteile aus verschiedenen Situationen ziehen. Sie ist neugierig, klug und liebenswürdig, hat begabte Hände und ist lernbegierig. Doch ihr Blickwinkel ist manchmal eingeschränkt. Menschen, die im Jahr der Ratte geboren sind, erwarten in diesem Jahr relativ viel Glück in der Liebe, in der Karriere und der Gesundheit. In der Liebe erlebt die Ratte ein gutes Jahr und sie können an Kindernachwuchs denken. So können Rattegeborene, die in einer festen Beziehung sind, ans Heiraten denken, eine Familie gründen. Doch Vorsicht bei Verheirateten. Sie sollten sich nicht in ein Liebesdreieck verwickeln. Vor allem sollten sie sich nicht von jemandem verführen lassen, der bereits gebunden ist. Dies kann zu negativen Auswirkungen führen. Zur Karriere. Im Beruflichen wird die Ratte eine große Hilfe bekommen. Von diesen guten Gelegenheiten sollte sie Gebrauch machen, indem sie sich voll und ganz der Arbeit widmet und hart arbeitet. Aber sie sollte nicht vergessen, ihre persönlichen Beziehungen zu pflegen. Sie kann jedoch eine gute Mischung darin finden. Die Gesundheit. Der Magen und Störungen mit der Verdauung können Probleme bereiten. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, ebenso der Sport. Das wird dem Körper und der Gesundheit gut tun. Das war jetzt erstmal das erste Sternzeichen, die Ratte. So, und nun kommt im nächsten Video behandeln wir horoskopisch den Büffel. Man könnte auch sagen Ochse dazu. Oftmals wird er so genannt. Also bis dahin, herzlichst eure Deria.